Ja, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, heute, kurz vorm Osterfest, möchte ich mich einmal wieder aktuell mit Neuigkeiten zur Corona-Situation in der Kleeblattstadt Fürth an Sie wenden. Ich stehe jetzt am Wochenmarkt, die Händler haben es schwer, genauso unsere Einzelhändler, unsere Gastronomiebetriebe, denen wünsche ich viel Kraft und Durchhaltevermögen. Es gibt schöne Gutscheinaktionen, mit denen können Sie die Händler unterstützen. Einfach im Internet anklicken die Themen oder Fürther helfen untereinander, auch das eine interessante Website. Die medizinische Situation aktuell ist immer noch stabil. Wir haben in Fürth 161 Erkrankte nach Angaben unseres Gesundheitsamts, leider auch zwischenzeitlich 12 Verstorbene, aber das waren Menschen, die auch nach Angaben des Gesundheitsamts bereits mehrfache Vorerkrankungen hatten. Jeder Todesfall ist dramatisch, aber man muss das immer dazu sagen. Erfreulich, 40 Genesene, das ist auch positiv zu sehen. Wir haben vor allem auch im Krankenhaus noch keinen Notstand. Wir haben im Augenblick 11 Menschen auf der Intensivstation und wir haben noch über 156 Betten frei. Also, keiner muss Sorge haben, dass er nicht optimal behandelt wurde. Die Ansteckung selbst konzentriert sich auf Seniorenheime. Das ist ein Schwerpunkt, der uns beschäftigt und wo wir auch Material und Manpower liefern. Wir haben zur Sicherstellung von Abfallwirtschaft und Feuerwehren unsere Dienstkräfte getrennt. Es kommen nicht mehr alle mit allen in Berührung. Es ist wichtig, damit Abfallentsorgung oder auch Feuerwehr im Notfall immer funktioniert. Da mag kommen, was will, es wird in Fürth aufrechterhalten. Insgesamt arbeitet die Stadtverwaltung stabil und die Menschen sind diszipliniert. Es gab letzte Woche ein paar unschöne Themen. Zum Beispiel wurde gegen einen 76-jährigen Mann eine Anzeige wegen Verstoß gegen Vermummungsverbot im Landkreis gemacht, nur weil er Maske aufhatte im Auto. Es wurden Menschen von einer Bank vertrieben, obwohl sie nierenkrank waren und nur kurz zwischenatmen wollten. Ich glaube, das spielt sich jetzt ein. Wir sollen an die frische Luft gehen. Wir dürfen uns auch mal auf einer Bank setzen, aber immer Abstand einhalten. Das ist ganz wichtig, das Abstandsgebot. Und dann ist auch vieles möglich, auch jetzt an den Ostertagen. Auch ich selbst gehe mal an die frische Luft. Ich selbst gehe mal mit meiner Frau Radfahren. Aber wir halten die Abstände zu anderen Menschen. Und das ist auch meine dringende Bitte an Sie. Wenn wir die Ostertage gut überstehen, dann bin ich hoffnungsvoll, dass die Ministerpräsidenten dann nächste Woche auch erste Lockerungen bedenken können und vielleicht sogar schon entscheiden. Auch ich würde es mir sehnlichst wünschen, aber es geht nur, wenn es medizinisch verantwortbar ist. Die Fürther-Zahlen, die sind erfreulich, aber ist leider nicht überall in unserem Land so. Gerade in Bayern gibt es noch schwierige Gegenden. Bleiben wir einfach optimistisch. Es kommt Ostern, das Fest der Auferstehung, der großen Hoffnung der Christenheit. Da wollen auch wir alle, egal welcher Religion und welchen Bekenntnisses, einfach hoffnungsvoll reingehen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben.